Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es schon die 14. Folge zur Team of the Week Prediction. Letzte Woche hatten wir schon ein Bomben-Team of the Week. Und diese Woche wird es gar nicht unbedingt schwächer sein. Ganz im Gegenteil, es sind wieder kranke Spieler am Start. Das Ganze ist natürlich nur eine Prediction. Meistens treffen wir zwischen 14 und 17 Spielern. Und danke auch für euren Support. Letztes Video hatte, glaube ich, 3300 Däumchen nach oben. Lasst doch gerne bei diesem Video ein Däumchen nach oben da. Und falls du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, kannst du das gerne kostenlos tun. Übrigens könnte es dieses Jahr zum Team der Woche 14 eine garantierte Info im SBC geben. Das ist aber nicht sicher, das müssen wir abwarten. Aber wenn es kommt, mit diesen Spielern, die hier am Start sind, könnte das ziemlich lecker aussehen. Und ohne großartig weiter zu plappern, würde ich sagen, fange ich jetzt an mit den ersten Spielern, das sind die Torhüter. Da legen wir los mit einem Spanier namens Sergio Asenjo. Der Mann von Villarreal hat gegen Huesca 2:2 gespielt, erstmal zwei Tore kassiert, da denkt man sich, okay, warum ist er hier drin? Allerdings 11 Paraden rausgehauen, ein Elfmeter pariert. Das sind Statistiken, Leute, Mama mia. Auf der anderen Seite wundert es mich, dass sich Villarreal so schwer getan hat. Jetzt gehen wir rüber zu dem Spieler von Gladbach und das ist Sommer. Der Schweizer ist eine Rakete. Ist zwar nicht der größte Torhüter, aber dennoch, was seine Reflexe angeht und, ist er einfach eine Maschine auf der Linie. Gegen die TSG aus Hoffenheim haben sie 0:0 gespielt, hat wirklich auch sehr viele geile Paraden rausgeholt und somit könnte er es auch reinschaffen. Bei den Torhütern ist es ein bisschen schwieriger, da wisst ihr sowieso Bescheid und dann gehen wir rüber zum nächsten und sein Name lautet Dubravka, der Spieler von Newcastle United. Hat beim 1:0 gegen Huddersfield 6 Paraden rausgeholt. Dazu wurde er noch Man of the Match, das kann sich sehen lassen. Jetzt gehen wir rüber zu den Verteidigern. Schreibt übrigens am Ende in die Kommentare, auf welchen Spieler ihr euch am meisten freuen würdet, bei den Player Picks und welchen ich natürlich auch vielleicht vergessen habe. Und in der Innenverteidigung geht es los mit dem Spieler von Düsseldorf und das ist Ayhan. Sie gewinnen gegen Freiburg mit 2:0. Und wer hat beide Tore gemacht? Der Innenverteidiger. Läuft bei ihm. Auf dieser Position 2 Tore rauszuhauen, wenn der es nicht ins Team of the Week schafft, Jungs, dann muss ich dreimal los. Und nun geht es rüber zu den Spielern von PSV Eindhoven und das ist der deutsche Innenverteidiger namens Schwab. Gegen Herales Almelo haben sie 4:0 gewonnen, er hat ein Tor gemacht. Dazu noch natürlich die Null hinten gehalten, kann sich sehen lassen. Wir gehen rüber zum nächsten Kandidaten und das wäre Kostic von Frankfurt. Die Eintracht spielt so einen geilen Fußball. In der Europa League haben sie einfach in der Gruppenphase jedes Spiel gewonnen, egal ob gegen Lazio, gegen Marseille und. Und in der Bundesliga läuft es auch sehr gut. Sie gewinnen am Ende 2:1 gegen Leverkusen und Kostic schießt ein Tor und bereitet dazu noch einen Treffer vor und ich bin mir übrigens sicher, er wird auch ein kleines Winter-Upgrade bekommen und dazu noch ein Position-Change. Weil schaut euch mal seine defensiven Stats an, er ist mittlerweile linker Außenverteidiger, da muss ich auf jeden Fall im Winter, denke ich, was tun. Wir bleiben jetzt aber in der Bundesliga und gehen rüber zu Kimmich. Der FC Bayern München hat am Wochenende mit 4:0 gegen Hannover gewonnen, haben teilweise nicht alle Chancen genutzt, es hätte noch höher ausfallen können, aber Kimmich hat einen Treffer gemacht, einen Treffer vorbereitet, im Prinzip waren es eigentlich zwei Vorbereitungen, aber nichtsdestotrotz Leute, er war absolut der beste Spieler auf dem Spielfeld und ich denke, dem werden wir im Team der Woche sehen, wobei eben seine Karte gar nicht mal so krass ist. Für den Außenverteidiger ein bisschen zu wenig Tempo und gerade eben wurden die Achtelfinalspiele ausgelost und Bayern spielt gegen Liverpool. Das würde ich sagen, meine Freunde, ist doch mal ein richtiger Brocken, der am Anfang kommt. Schreibt gerne mal eure Prediction rein zu den ganzen Champions League Spielen. Schalke gegen Manchester City und Dortmund, da wisst ihr auch Bescheid. Da bin ich einfach mega gespannt und wir gehen rüber in die holländische Liga und dort haben wir eine Maschinenmannschaft, die auch mit Bayern in der Gruppe waren und zwar Ajax Amsterdam und dort hat Blind dreimal getroffen als Innenverteidiger. Mir fehlen da absolut die Worte. Sie gewinnen mit 8:0 gegen De Graafschap. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aber gefühlt ist jede Woche ein Ajax-Spieler im Team der Woche, weil sie einfach immer hoch gewinnen. Hut ab vor der Mannschaft, sind noch sehr viele junge Spieler am Start und jetzt gehen wir rüber zu dem Spieler von Olympique Lyon und sein Name lautet Tete. Gegen AS Monaco gewinnen sie mit 3:0. Tete hat als Rechtsverteidiger 2 Tore vorbereitet und das Krasse dabei ist, dass Monaco sich derzeit auf dem vorletzten Platz befindet. Die könnten theoretisch sogar absteigen. Gerade ist Ori Trainer und ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil sie haben einzelne richtig gute Spieler. Muss man aber noch abwarten. Es ist jetzt erstmal Halbzeit quasi. Aber nun gehen wir rüber in die italienische Liga. Dort geht es los mit dem Mittelfeldspieler namens Cristante. Der italienische Kollege hat einen Treffer gemacht. Am Ende gewinnen sie mit 3:2 gegen Genua. War ein sehr hart erkämpfter Sieg. Aber nun gehen wir rüber zu Crystal Palace in die Premier League. Milivojevic hat gegen Leicester City das eine Tor gemacht. Am Ende geht das Spiel 1:0 aus. Das als zentraldefensiver Mittelfeldspieler könnte es nun auch langsam ins Team der Woche schaffen. Generell hat er schon relativ viele Saisontore gemacht, aber immer per Elfmeter. Das war allerdings aus dem Spiel heraus. Jetzt gehen wir rüber zu den Spieler von Ajax Amsterdam und sein Name lautet Ziyech. Und jetzt wundert ihr euch, vorhin war Blind am Start, jetzt haben wir hier Ziyech, aber Ziyech wurde Man of the Match, hat 3 Treffer gemacht, ein Tor vorbereitet bei diesem 8:0-Sieg. Und ganz theoretisch, wenn EA Bock drauf hat, dann hauen sie einfach beide ins Team der Woche. Das passiert wirklich ganz, ganz selten, aber im Prinzip hätten es beide verdient. Als Innenverteidiger 3 Tore, Mittelfeldspieler 3 Tore, ein Tor vorbereiten, zu krank. Wir gehen nun rüber
rüber zu einem Belgier namens Fred. Vor kurzem noch bei Anderlecht gespielt, ist eigentlich ein ziemlich großes Talent. Und gegen Parma gewinnen sie mit 2:0 und der Mittelfeldspieler hat eben 2 Tore vorbereitet. Das kann sich auch sehen lassen, könnte es auch sehr wahrscheinlich in 10. Woche schaffen. Und nun geht es rüber zu einem Franzosen namens Bamba, das wäre möglicherweise sein Second in Form. Gegen Nîmes Olympique hat er beim 3:2-Sieg 2 Tore gemacht. Das Ganze als linker Mittelfeldspieler, ich denke, der könnte auch in 10. Woche kommen. Sieht mittlerweile auch gar nicht so verkehrt aus, aber jetzt gehen wir rüber zum nächsten Knaller und zwar haben wir hier den Schweizer namens Shaqiri. Der ist einfach brutal, Mann. Er kommt von der Bank, wird eingewechselt gegen Manchester United. Er stand 1:1 zu diesem Zeitpunkt und dann haut er einfach 2 Buden raus. 2-mal wurde der Ball leicht abgefälscht, da war auch ein bisschen Glück dabei, aber dennoch schießt er 2 Tore und ziemlich sicher werden wir im Team der Woche 14 einen Shaqiri sehen. Und ich finde die Stats mittlerweile auch richtig, richtig nice. Übrigens ist Liverpool 19 Punkte von Manchester United entfernt und das ist der Champions League Gegner von Bayern München. Das wird eine knackige Angelegenheit. Wir gehen nun rüber in die Bundesliga und wir haben einen Spieler namens Mario Gomez. Der VfB Stuttgart gewinnt mit 2:1 gegen Hertha BSC Berlin. Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. 3 Punkte haben sie mitgenommen. Gomez hat beide Treffer gemacht. Und der VfB muss eben aufpassen, dass sie dieses Jahr nicht absteigen. Und das war schon mal ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und von Stuttgart gehen wir rüber nach Leipzig und dort haben wir den guten Paulsen. Viele haben mich auch schon gefragt, Tabako, kommt der gute Werner in 10. Woche? Ich bin mir zu 99% sicher, dass er es nicht reinschaffen wird. Erstens war er vor kurzem erst drin. Dazu wäre es schon sein 4. Team of the Week. Auch wenn er 2 Tore gemacht hat und 1 Tor vorbereitet hat, das hat der Paulsen auch gemacht. Und der Däne wird wahrscheinlich dann dadurch ins Team der Woche kommen. Sie gewinnen mit 4:1 gegen Mainz. War ein sehr, sehr starkes Spiel von denen. Und nun geht es aber rüber in die Premier League und dort haben wir Gabriel Jesus. Diese Karte erinnert mich einfach übertrieben an FIFA 18. Ganz zu Beginn hat er mal einen Inform bekommen und der war einfach sowas von überpowered. Dieses Jahr sehe ich Gabriel Jesus nicht so oft in den ganzen Weekend League Teams, aber er hat am Wochenende endlich mal wieder zugeschlagen. Gegen Everton gewinnen sie mit 3:1 und der Brasilianer hat 2 Golazos gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal die Stats an, Freunde. Und die sehen doch gerade aktuell einfach phänomenal aus. Ich freue mich auf die Karte. Ich denke, er wird es auch ziemlich sicher reinschaffen. Und den dann am Ende in Rot zu bekommen, ich denke, das wäre ein richtiger Traum. Die nächsten 3 Spieler, die gleich kommen werden, die könnten alle richtige Granaten werden. Ich bin da einfach mega gespannt, ob sie es tatsächlich alle 3 reinschaffen. Ich denke nicht, aber vielleicht möglicherweise 2 davon. Wir legen los mit dem Franzosen namens Griezmann. Gegen Real Valladolid gewinnen sie mit 3:2. Sie tun sich in der Liga eigentlich relativ schwer, finde ich. Und zurzeit kassieren sie immer wieder mal ziemlich viele Tore. Das ist eigentlich ziemlich untypisch für Atletico Madrid. Jetzt spielen sie auch in der Champions League gegen Juventus Turin. Das wird übrigens auch ein richtig geiles Spiel, aber ich denke, Juve wird sich da durchsetzen. Aber der Franzose war im Prinzip an allen 3 Toren beteiligt. 2 hat er selber gemacht, 1 hat er für Kalinic vorbereitet. Und somit könnten wir vielleicht möglicherweise ein Second in Form von Griezmann bekommen. Der in Rot, da würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. Aber jetzt geht es rüber zu einer noch geileren Karte, wie ich finde, in die Premier League und dort haben wir Eden Hazard. Mama mia, Freunde. Diese Karte wäre einfach phänomenal. Ich habe seinen Spieler des Monats. Der hat ebenso eine 93er Bewertung. Diese Karte würde ähnliche Stats annehmen. Das Ganze allerdings als Stürmer. Gegen Brighton gewinnen sie mit 2:1. Hazard hat das eine Tor vorbereitet. Das gehört aber zu 90% einfach ihm. Pedro musste einfach nur noch ins leere Tor reinschieben. Das war's. Und das andere Tor hat er dann selber gemacht. Aber ich denke, bei Hazard wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Muss absolut nicht sein, dass es reinschaffen wird. Griezmann hat, denke ich mal, eine höhere Wahrscheinlichkeit, genauso wie Gabriel Jesus. Aber nun geht es zu den Spieler rüber, der, denke ich mal, zu 100% eigentlich reinkommen muss. Und die Rede ist hier logischerweise von Lionel Messi. Dass wir diesen Fußballer live zusehen können, da müssen wir alle drüber glücklich sein. Und es ist egal, ob Ronaldo oder Messi mehr Tore macht oder wer besser ist, das spielt keine Rolle. Man sollte eigentlich quasi die Zeit genießen und Lionel Messi hat jetzt einfach mal beim 5:0-Sieg gegen Levante 3 Tore gemacht, dazu noch 2 Tore vorbereitet. Der war also an allen 5 Toren beteiligt. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Er ist mittlerweile auch gar nicht mehr so der Jüngste, aber der geht noch immer ab wie ein Zäpfchen und ich denke, so ein Spieler wie ihn wird es auch in den nächsten 20, 30 Jahren dann nie wieder erstmal geben. Einfach Wahnsinn natürlich. Übrigens spielt Barcelona, soweit ich das richtig im Kopf habe, gegen Lyon. Das, denke ich, ist auf jeden Fall machbar für die Katalanen. Mal schauen. Nun geht es rüber zur Auswechselbank und dort haben wir auch nochmal ein paar interessante Kandidaten. Zum einen haben wir Ings von Southampton. Der hat jetzt in der Premier League 2-mal getroffen. Dann geht es rüber zum Sohn von Diego Simeone und er hat für die Fiorentina 1-mal getroffen, 1 Tor vorbereitet. Als nächstes hätten wir eine mögliche Once-to-Watch-Karte, wobei ich mir wirklich bei ihm überhaupt nicht sicher bin. Also bitte investiert jetzt nicht, weil der eine Prediction ist, in diese Karte. Weil am Ende wird das vielleicht nicht reinschaffen. Wir haben nämlich Šime Vrsaljko. Der Kroate wurde Man of the Match beim 1:0-Sieg gegen Udinese Calcio. Der große Haken daran ist, Icardi hat per Elfmeter getroffen und Vrsaljko hat kein Tor gemacht und auch kein Tor vorbereitet. Bei ihm schätze ich die Chance so zu 30%. Wenn EA Bock hat, eine Once
Watchkarte mal wieder zu bringen. Dann hauen sie Shime Vrsaljko rein, ist aber ein sehr hohes Risiko dabei. Dann haben wir noch Holebas. Der griechische Außenverteidiger hat einmal getroffen für Watford. Als nächstes haben wir von Braga noch den guten Sousa. Er hat für seine Mannschaft dreimal getroffen. Es gibt aber einen Spieler von Salzburg, der übertrifft es nochmal. Und zwar der bosnische Kollege namens Previak. Der haut einfach für die Salzburger 4 Golasos rein. Wahnsinnsleistung von ihm. Als nächstes haben wir noch Immers als Mittelfeldspieler zweimal getroffen. Der vorletzte Spieler wäre dann noch Tawamba, durfte dreimal treffen. Das ist also auch ziemlich krass. Und zum Schluss haben wir noch eine Rakete namens Hamdallah und der hat 4 Golasos reingehauen. Ihr seht schon, es sind sehr viele krasse Torschützen am Start gewesen. Mit potenziellen Informspielern wie Messi, Hazard, Griezmann, Jesus, Shaqiri, Ziyech und sind da ein paar sehr, sehr gute Kandidaten am Start. Was allerdings ein kleines Problem sein könnte, es gibt viele 86er oder 84er Ratings, die nicht unbedingt so nice sind. Bei den roten Player-Picks wird es da ziemlich schwierig sein, dann wirklich die richtig guten zu treffen. Müssen wir abwarten, ich bin trotzdem mega hyped, stellt euch mal vor, so einen roten Messi oder einen roten Gabriel Jesus, würde ich sowas von gerne mitnehmen. In der Weekend League lief es übrigens auch ganz gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern werde. Normalerweise lade ich jetzt immer dienstags den Weekend League Zusammenschnitt hoch, aber da habe ich an diesem Tag eine Klausur. Muss ich dann schauen, ob ich das Ganze schaffe? Ich kann schon mal so viel verraten, wir haben auf jeden Fall mindestens 3 rote Player-Picks. Aber das war's dann schon zum heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Falls du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, kannst du das gerne kostenlos tun. Ich würde mich mega freuen, Leute. Wir sind auf dem Weg zu den 93.000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen beim nächsten Video dann. Haut's rein, euer Tabak.